Ich bin die Bianca Breit, bin 39 Jahre alt, bin verheiratet, ich habe eine Tochter mit 9 Jahren. Ich bin jetzt seit mehr als 10 Jahren hier am Standort in Regensburg beschäftigt. Ich war in der Großküche, ich habe Kassiererarbeiten durchgeführt, also ich war quasi Kind für alles. Als ich dann am Standort erfahren habe, dass man sie weiterbilden dürfen für die Mechatroniker, dann habe ich da meine Chance gesehen und sofort genutzt. Unser Trainingscenter ist eins von 19 Siemens Trainingscenter in Deutschland. Wir sind hervorragend ausgerüstet und wir haben zwei Aufgaben. Das erste ist eine hervorragende Ausbildung, Erstausbildung in den Berufen, in den technischen Berufen überwiegend. Und die zweite Aufgabe ist Up- und Reskilling in den aktuellen Arbeitsprozessen unserer Kunden. Wir sind am Anfang sehr stark unterstützt worden, das Lernen zu lernen. Wir durften sehr viele spannende Themen lernen, die im digitalen Wandel heute Pflicht sind. Durch die Digitalisierung und durch den raschen technologischen Wandel ist die Halbwertszeit des Wissens immer kürzer. Und deswegen ist es unbedingt notwendig, dass wir das an Technologie und an Prozessen durch die CTech Skill Akademie auch in die Weiterbildung einbringen. Wir sind bestmöglich unterstützt worden, dass wir auf den lernenden Weg auch digitale Zugänge haben zu Lern-Apps. Wir haben sämtliche Fachkundebücher, Tabellenbücher zur Verfügung gestellt gekriegt, sogar einen eigenen Laptop. Also man hat wirklich keine Kosten gescheut und versucht, uns bestmöglich an unser Ziel zu bringen. Der Hauptbereich liegt momentan beim Aufbau der mechanischen Schaltschränke mit anschließenden Verdrahten. Leichtere mechanische Tätigkeiten wie den Zusammenbau von einem Modul zum Beispiel, aber auch das Anlegen von Bestellungen und Versandaufträgen für die Konstruktion ist in meinem Aufgabenbereich. Die CTech Skills Academy hat mir sehr viele neue Wege ermöglicht. Darüber bin ich sehr glücklich. Ich kann nun wirklich mein Handwerk ausleben. Ich bin in der Abteilung angekommen, die wo ich mir immer gewünscht habe. Für mich war das wie ein Sechser im Lotto. Also ich kann jedem nur empfehlen, diesen Weg zu gehen, sich kontinuierlich fortzubilden und vielleicht ist es dann ja auch bei euch wie bei mir, dass ihr stolz darauf sein könnt, wie eure Arbeit zum Erfolg eurer Firma beiträgt.